Willkommen bei Ike Enterprise TV auf dem brandneuen Musik-Unger-Sub-Channel, wo es nur 100% um Beatboxen geht. So. Und warum ist das so? Baba, halt fressen. Warum ist das so? Weil ich mir gesagt habe, ah, nicht das Plakat gesehen statt. Das ist die Beat. Oh, fuck, man. Ihr wisst, was ich wollte sagen. Ich weiß nicht mehr, wo der Filmer ist. Man. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wenn man das so mit dem Mu macht, so die Geräusche. Ja, wo nachher einen ganzen Rhythmus aufbauen kann, wenn man es dann kann. Und eben, ich kann es im Fall nicht. Und jetzt habe ich aber gedacht, hey Mann, das ist etwas, was ich schon immer mal wollte. Und ich es einfach nie gemacht habe, weil ich gewusst habe, ich kann es ja nicht. Und darum habe ich jetzt den Beatbox Music Channel auf Ike Enterprise erarbeitet. Es war viel Arbeit gewesen, den ganzen Tag daran gebastelt. Um jetzt das Video zu machen. Ich habe das alles vorbereitet, über Jahre natürlich. Also. Und das Konzept ist, ihr könnt jetzt mit mir lernen, Beatboxen. Und zwar von jemandem, der nichts darüber weiss. Ist das nicht toll? Ich würde mich also nicht als Experte bezeichnen. Aber ich finde, für mich ist das eben Forschung. Forschung. Das forscht. Das forscht Wirtschaft. Also. Und jetzt geht es eigentlich darum, wenn man einmal überlegt, was. Beatboxen. Was das ist, ist das irgendwie eine Geräuscherzeugung mit dem Mu. Also, ich rede das eigentlich auch schon. Nur man macht das ja, darum findet es niemand außergewöhnlich. Darum nennt man das auch nicht Beatboxen, sondern reden. Aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. So, also jetzt geht es, wenn man jetzt, und jetzt, das ist jetzt eben mein Algorithmus-Trick, oder wie kannst du dort die gleiche Brücke schlagen? Jetzt habe ich sie vergessen. Darum, also, da ich jetzt keine Ahnung habe vom Beatboxen, aber viel Ahnung habe vom Reden, dann kann ich darauf zurückschliessen, dass wenn ich nicht normal reden, wie sonst immer, wenn ich nicht daran denke, wie ich rede. Und dann tue ich Beatboxen. So, und auf dieser Annahme aufbauen, gehe ich jetzt auf Erkundungsflug. Und ich habe das schon auf dem Heimweg gemacht. So ein bisschen, weil ich probiere mich jetzt immer weniger zu schämen für meine Existenz. Auch öffentlich nicht. Und ja, so unterwegs kannst du eben viel üben, so gäbig ist. Wenn du dich nicht schämst dafür. So. So. Und das fange ich jetzt an. Aber ich sollte eigentlich etwas essen. Energie ist sehr wichtig. C'est très important, la Energie. Pour faire les choses bien. Vorteil de mer. Genau, und um das ganze Beatbox-Sub-Channel von Ike Enterprise Music können zu finanzieren, tun jetzt natürlich wie immer alles gleichzeitig machen. Essen und Energie aufnehmen und Gastro-Kritik auf Kulinarik. Gibt es auch schon länger, aber irgendwie gibt es keine Videos davon, oder ich weiß nicht, wo sie sind. Ike Enterprise Kulinarik. Da geht es vom Lebensmittel allgemein. Naja. Da kann ich wieder laufen, aber trocken ist es wieder.
geht so. Nicht der Hit. Kaffee habe ich auch nicht. Aber Wasser. Übergrusig, sorry Mann. Das war völlig nicht beabsichtigt. Wie gesagt, ich bin kein Experte. So, aber Wasser tönt auf jeden Fall anders als Pussy. Das konnte ich jetzt empirisch beweisen, hoffe ich. So viel. Also wählt euer Instrument selber. Ja, nach Geschmack und Laune. So. Boom. 6. Boom. 2. Boom. 2. Boom. 5. Boom. 7. Boom. Ah, schon 1, 2, 4, 3. Das ist viel zu lang. Aber sie wärmen ist wichtig im Sport. Ich mord drum mache ich lieber Akrobatik inspiriert von dem Typ SRF, wo ich angeblich so schlecht. Aber ich bin doch nicht so sicher, ob ich einfach die Remedik bin, weil ich schaue schliesslich nur ausschliesslich Schweizer Fernsehen. Klar, SRF kenne ich wie Bio, wie meine Westentasche. Und ich habe viele Westen. Und die haben noch viel mehr Taschen. Die Wort Akrobatik, das hat mich inspiriert zu diesem Video. Ich weiß aber nicht, wie der Typ gesehen hat, aber der hat das voll super gemacht. Und der Moderator hat voll mitgemacht, das ist super. Der hat voll, sie haben alles gegessen, sogar Performance gegessen. Also, sorry, ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war, aber es war voll super. Ja, und da habe ich gerne Billagsteuer gezahlt dafür. So. Mit den Steuern, die ich sonst bekomme von euch. Weil ich ja IV-Rentner bin. Hahaha! Aber jetzt alle Billag, vielleicht. Ich weiß nicht, ihr müsst mal die zuständige Person fragen. Aber interessiert es mich eigentlich? Nein, weil es ändert gleich nicht an meiner Situation, ob ich es zahle oder nicht. Ich komme sehr gut klar bei meinem Budget. Darum mache ich Strassenmusik. Dass man ein Bier mehr kann leisten pro Woche. Darum verstehe ich auch, wenn ihr mir nichts gebt, das ist im Fall voll in Ordnung. Ich spiele es eigentlich eh gratis. Das ist jetzt das Prinzip, denke ich, ich muss es ein bisschen rentabilisieren. Weil ja. Jetzt schweife ich ab, es geht eigentlich um Beatboxen, genau. Also ich glaube, sie probieren nicht, dass es cool wird, weil wir ja erst ganz am Anfang probieren nicht so. Also, bei 10 Minuten geht es ab. Dann könnt ihr nachher immer alle auf 10 Minuten spielen. Das ist dort, was nachher so gut wird, weil ich übe. Mal schauen, wie es er will. Ich übe. Warum es immer das Mikrofon vor dran hat. So.
Also ich würde zu allen Anfängern auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es ist wieder Werbung, aber hey, das habe ich von den anderen jetzt übernommen, das Konzept und so, ständige Unterbrechung und so. Wenn es geht am besten ist so. Aber es ist gäbig, wenn man Beatbox-Anfänger ist und noch selber Probleme hat. Tada! So, für scheisse Papier. So, also. Der wird auch noch niemals sehr beeindruckt an diesem Contest. Darum habe ich mich auch nicht angemeldet. Ist auch nicht das Ziel gewesen. Aber ich finde es schön, dass der Contest mit all diesen Member und all diesen Leuten, die organisieren und das ganze Tralam und das Schweizer Fernsehen ist vielleicht auch dabei. Keine Ahnung. Schon möglich. Auf jeden Fall. Die haben mich dazu inspiriert, dass ich das Video mache. Hey, merci vielmals, all die Leute. Juhu. Und jetzt kann ich schon besser beiboxen als vor diesem Video. Ist das nicht fantastisch? Ja. Das ist meine Lernmethode, ist die, man, die ist so effizient, weil im Moment, wo du aufhörst zu lernen, hast du alles, was du gelernt hast, schon gemacht und geübt. Auch wenn du gar nicht weißt, was du gelernt hast. Aber ich wende den Strange Movement Algorithmus an, den ich selber definiere, also den ich definiert habe, ja, also, um deinen Körper zu erkunden, ganz allgemein. Und heisst, du hast Geschwindigkeit und du hast Kraft. Ja. So. Und mehr Geschwindigkeit, mehr Risiko, mehr Kraft, mehr Risiko. Und beides zusammen mehr. Viel mehr Risiko. So. Das war's. Die drei Linien. Grenzen definieren über 0, plus, minus. Ich schaue den Oink Enterprise Philosophie Channel. Dort wird das nicht erklärt. Aber egal. So. Beatboxen. Ich habe das jetzt mit meinem Mu und denke Beatboxen. Ich kann jetzt auf YouTube gehen und das würde ich sicher noch machen. Irgendwelche Leute, die das mir beibringen werden, gratis. Weil sie es einfach so. Keine Ahnung. Aus ihren eigenen Gründen. Sie haben ihre eigenen Gründe, warum sie mir das gratis geben. Aber ich nehme es gerne an, dass ich besser Beatboxen kann. Weil Beatboxen ist verdammt cool, Mann. Und ich möchte, dass jeder Beatboxen kann. Weißt du, wie geil das wäre, wenn jeder Beatboxen kann? Hey, wie geht's? Booyah, es geht gut auf dir. Yeah, und am Sonntag wieder mal an See, hey, yeah. Einfach, es wäre doch lustig, wenn es ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen, aber nur in homöopathischen Dosen.
So, nebst dem, Geschwindigkeit, Kraft, bla bla bla, Risiko, bla bla bla, weil jeder kann eigentlich verstehen, denke ich mir. Jetzt das andere und das ist die Wiederholung. Und für eine Wiederholung braucht es so ein Intervall. Ja, also so ein Punkt Null, wo sich ständig der Punkt Null, wo, auf was sich alles bezieht. Also der erste Quelle. Okay. So. Und man kann sich das also jetzt als Lernmethode ausdrücken. Das heißt es einfach, wenn du etwas lernen willst, erstens mal mach's. Und zweitens mal bringe Wiederholung rein. So, nachher spielt es gar keine Rolle. Du darfst nachher nicht mehr definieren. Du musst nicht zu fest definieren. Sagst du, was machen, und dann machst du. Und nachher bleibst du konsequent dabei. Puh. 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 Oder puh. Und puh. Und jetzt stellst du dir vor, du hast da die was auch immer Effekt gerade. Und jetzt ist es einfach dort ein umdrehen und drücken und probieren. Und so. Das machst du einfach in deinem Kopf. Dann machst du das puh. Das wäre jetzt also no puh. No puh. 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 Und dann tust du ein bisschen regeln, was auch immer. Undefinierte Regeln. Puh. 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 Puh, 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 puh. Jetzt könnte ich sagen, mein Hirn macht einen Unterschied. Ja, weil das gemacht wird, es macht das puh und 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 puh. Das könnte ich sagen. Dann würde ich sagen, das ist ja das 2. Und 2 ist binär oder Stereo oder Bi oder was auch immer. 2. Und 2 verhalten sich eben halt immer wie 2. Halt. Und nie wie 3. So. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du das schon lange gecheckt hast, dann könnte es sein, dass das nicht stimmt. Aber ich weiß es nicht. Spielt ja keine Rolle. Puh, pa, Ace, 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 no, ooh, no, ace, no, 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 ace, ace, no, no, ace, 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 no, no, ace, ace, plus, minus, plus, minus, plus, minus, no. Plus eins, minus no, plus eins, minus no, plus eins, minus no, plus eins, minus no, plus eins, minus no. Oh, ich komme selber nicht mehr raus. Aber so immer ist so das Konzept. Genau. Wo dir hilft, eben, das zu verstehen, wie dein Körper funktioniert. Das kannst du nicht nur auf Beatbox anwenden, sondern ganz allgemein, generell im Menschenleben. Ist das nicht fantastisch? So, und jetzt zurück für all die People! Begeisterte Leute, die jetzt hier vielleicht sich völlig etwas anderes erwartet haben. Ich weiß selber auch nicht gewusst, was daraus wird. Mal schauen, ich muss das selber noch anschauen, das Video, und nachher mir eine Meinung bilden. Anhand von dem, was ich sehe. Aber was ich sehe, sehe ich gerne. Und sonst würde ich es nicht schauen. Außer ich finde andere Gründe dafür, das gleich zu tun. Naja, schon viel zu lang, das Video. Aber ja. Das könnt ihr selber üben. Also könnt ihr so. Bum, bum, da, ba, bitte, und du, ba. Da, ba, und die, bitte, und du, ba. Da, ba, du, ba. Da, Betaten. Tipp, du, bäh. Du, bäh, bäh, du. Beraten, du, bäh, bäh, du, bäh, du, bäh, bum, 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 sind gleich gestört oder vorbestimmt, ich weiß nicht, sagen du King, sagen du King. Bitte wieder mal Video lehrer, Lehrpädagogik. Mach zuerst Linie für mich im Display. Sehe ich mich, grin immer gespielt. Meine Gitarre, sehr schön.